Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Resident Evil 2. Ja, liebe Gruselfreunde, ich hoffe, dass wir in dieser Folge Claire endlich wieder treffen. Denn unser Kumpel Marvin, der hier rumsitzt, hier der Gute hier, hatte auf seinem alleswissenden Laptop gesehen, dass auch Claire, oder uns gezeigt, dass auch Claire die Polizeistation erreicht hat, allerdings irgendwie von der anderen Seite. Hier oben, Ostseite irgendwo, hat er gesagt, komm wieder hin. Ich weiß nicht genau, wo das ist, das werden wir uns gleich alles mal angucken. Vorher möchte ich nochmal zurück in die Bibliothek. Wo ist die? Hier, denn da haben wir noch ein paar Sachen liegen lassen. Rotes Buch und auch ein Messer. Die Tür hier haben wir auch nicht gecheckt, das würde ich gerne nachholen. Und ich habe bei dem tragbaren Tresor, den ich in Rekordzeit geknackt habe, habe ich diese Taste hier gekriegt. Das habe ich wieder nicht erwähnt, ähnlich wie mit der Blume. Aber ja, das war dem geschuldet. Ich war so geschockt, dass ich das Ding so in Rekordzeit gelöst hatte. Das ja, hat mich so fertig gemacht. Auf jeden Fall haben wir hier eine Taste gefunden. Ersatztaste, wichtiges Objekt. Ein Knopf für ein Terminal. Es steht nichts darauf. Also, ich gehe davon aus, dass wir, können wir dann da einsetzen, wo uns der Knopf für die 2 und für die 3 gefehlt hat. Bei diesem Terminal. Da laufe ich jetzt aber nicht zurück, denn ich denke, da werden wir noch, eh nochmal hin müssen. Obwohl der Weg jetzt nicht so weit ist. Hier haben wir alles erledigt, soweit. Hier liegt wieder unser Supertyp. Mit dem Heady. Er hatte das Messer. Das nehmen wir mit, können wir eine Kiste packen. Stimmt mit ihm nicht, warum bewegt er sich noch? Der ist übermotiviert, war schon zu seinem zombieartigen Lebenszeit. Ja, hier haben wir uns noch gar nicht umgeguckt. Ein Wagenheber. Da fehlt die Stange. Im Original war das hier ein Rätsel. Da konnte man die so. Musste man die in gewisse, in einem bestimmten Bereich schieben und dann hat man eben was bekommen. Ich glaube, da gab es so eine Schachfigur damals. Ich weiß nicht, ob die hier auch wieder bei sind. Auf jeden Fall hat man da so eine Schachfigur bekommen. Schiebt jetzt trotzdem mal. Oh. Scheint sehr anstrengend zu sein für Leon. Hier ist irgendwas. Ach, Munition, siehst du? Schieben wir den auch nochmal. Ein bisschen Bizeps-Training und Beintraining für Leon. Gut. Dann haben wir den Raum auch fertig. Die Tür hier haben wir komplett vergessen. Ach, hier ist der. Ja, Aufenthaltsraum. Aber wieder Schießpulver. Oh, ich glaube, ich habe einen Zombie gehört. Die Tür ist zu. Die Geräusche hier sind eklig. Was haben wir hier? Karte der Polizeistation. Obere Stockwerke. Ah, von der Tür, die jetzt verschlossen ist, wollen wir ins Stars Büro kommen. Aber leider ist sie zu. Wäschekammer gibt es da auch noch. Da ist auch der Duschraum. Aber wir kommen dann letztendlich, wenn wir beim Duschraum das Ventil haben, dann würden wir da durchkommen. Okay. Sehr cool. Hier haben wir Einhornstatue. Gucken wir mal, wie da der Pin war. Und der Code da unten. Was ist das? Zwei halbe Fische. Skorpion oder was? Und eine Vase. Oder ein Trichter oder so. Zwei halbe Fische. Skorpion. Und die Vase. Sehr gut. Einhornmedaillon. Ja, unsere Aufgabe ist nach wie vor, alle drei Medaillons zu finden. Wir haben jetzt zwei mit dieser Löwen.
Mit diesem Löwenmedaillon. Was da unten ja schon drin steckt. Hier oben hört man sogar den Wind pfeifen. Wenn man da oben lang läuft. Nutzen wir mal. Wieder ein Teil des Fluchtwegs gelöst, geöffnet, whatever. Marvin weint da immer noch vor sich hin. Ja. Wir müssen wieder wegpacken, das auch. Das Buch, nehmen wir das erstmal mit. Ne, ich lasse es auch erstmal hier. Dann können wir hier, glaube ich, den Peak-Schlüssel nochmal benutzen, da waren wir ja schon. Aber einfach, um auch alle Türen damit zu öffnen. Die wir öffnen können. Da steht nämlich noch ein Tresor drin. Erleichtert vielleicht hinterher den Weg. Und dann werden wir oben lang gehen, wo Marvin uns gesagt hat, von dort aus kommen wir zu Claire. Denn ich würde gern Claire wieder treffen. Finde ich immer ganz cool, wenn die beiden sich begegnen. Und sich dann unterhalten. Und wirklich, finde ich immer ganz cool. Zu unserem Peak-Schlüssel. Jetzt stellt die Tür keine Herausforderung mehr dar. Objekte verwalten. Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Hakensymbol tragen, wegwerfen, indem sie im Inventar Mülleimer wegwerfen wählen. Dachte ich mir, hatte ich doch beim Tankstellenschlüssel recht. Oh. Hier ist auf jeden Fall sehr eklig, die Geräuschkulisse. Hört sich an, als wenn hier permanent was knurrt. Irgendwie. Fehlt uns wieder ein Ventil. Art Room. Hallo? Ist das... Soll das die Statue von dem... Guck mal hier. Artikel, der rote Stein. Raccoon Magazin. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf den Gelotine brachte, Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Caligula. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Tja, das ist ja nichts Neues. Ja. Weapons Locker Keycard. Schlüsselkarte. Ach, das... Ah, die ist bestimmt für den Schrank mit der Schrotflinte. Sehr gut. Was ein geiler Raum. Aha. Was haben wir hier? Linker Statuenarm. Okay, den können wir jetzt da dran machen. Benutzen. Mhm. Ja, das ist der. Aber das Buch fehlt. Und das haben wir ärgerlicherweise gerade eben in die Kiste gepackt. Mhm. Wenn wir zurückgehen und das Buch natürlich holen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Plötzlich sind mir Eier gewachsen und ich renne hier richtig durch die Türen. Wir müssen hier Marvin im Auge behalten. Nicht, dass der vorhat zu mutieren und dann greift er uns an. Müssen wir immer drauf gefasst sein.
Wir packen den Piekschlüssel weg, den brauchen wir ja nicht mehr. Wir packen das Holzbrett weg. Das packen wir natürlich nicht weg. Und dann denke ich, werden wir uns mal die Schrotflinte holen, oder? Falls uns dieser blöde Licker wirklich demnächst auflauert. Hier haben wir ja eigentlich alles getötet. Hier könnte ja, kann ja eigentlich nichts mehr sein. Was hier? Haben wir hier was übersehen? Oh, Einsatzbericht, tatsächlich. 28. September, 2.30 Uhr. Außer mir sind nur noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Ja, dieser Elliot scheint ja ein ganz mutiger Typ gewesen zu sein. Der hat echt viel gemacht, dank ihm aber auch das Buch. Ah, Entschuldigung, ich mutiere auch. Oh. Ah. Hier war ja auch alles platt. Dürfte eigentlich auch nichts mehr leben. Ich möchte mir erstmal die Schrotflinte holen, um einfach, ja, meine Eierchen ein bisschen wachsen zu lassen. Ich glaube, eine Schrotflinte kann da schon gut zu beitragen. Blub. W870 oder W870. Und die ist direkt leer. Geil. Pumpgun von Kaliber 12 mit 4 Schuss. Ist aufgrund ihrer Stahlkonstruktion zuverlässig und leicht zu handhaben. Ja, da ist das schöne Ding. Damals hieß sie einfach abgesägte Schrotflinte im alten Teil. Gleich mal nachladen. Um auf das Beste gefasst zu sein. Oder auf das Beste, auf das Schlimmste natürlich. So, dann müssen wir mal gucken, welches sinnvoll ist zu öffnen. Schießpulver haben wir viel. Ein Ersatzmesser haben wir auch schon. Also ist das Messer jetzt auch nicht so wichtig. Schrotflintenmunition wäre ganz nice. Und da fehlt uns die drei. Ich denke, wir nehmen die Schrotflintenmunition. Das war 208, glaube ich. Ja. 208. Jawohl. Steel Boy. Das ist, glaube ich, so das Sinnvollste, was wir jetzt mitnehmen können. Also die Tasche wäre jetzt mein nächster Favorit gewesen. Drei Kugeln, toll. Aber da fehlt uns ja die drei komplett. Gut, dann haben wir, haben wir zwei Plätze mehr. Na gut, oder auch nicht. Wir haben ja zwei neue Sachen dafür bekommen. Aber haben das wenigstens schon mal erledigt hier. Und dann gehen wir zurück. Holen das. Ach, das Buch haben wir auch schon wieder vergessen. Entschuldigt meine Stimme, Leute. Ich bin echt noch ein bisschen angeschlagen, erkältungsmäßig. Nach drei Tagen Halsschmerzen hat sich jetzt der Husten gemeldet. Der Husten ist ja eh immer so ein Arschloch, der dann kommt und mitmischen möchte. Ah, Entschuldigung, direkt meldet er sich wieder. Der Pisser. Also ich finde nach wie vor alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist wunderschön hier in dem Spiel. Die Geräusche machen mich auch unnormal fertig. Wartet. Oder ist das der Hubschrauber, der hier rumkreist? Das könnte der Hubschrauber sein. Bin mir nicht sicher.
Leute, aber das könnte tatsächlich der Hubschrauber sein. Hier hört man gar nichts. Doch ein bisschen noch. Wie cool wäre das, wenn der hier über uns hier lang fliegt, jetzt so in Zeitlupe. Mit so Explosionen, Feuer und so drumherum, Atompilz. Sehr, sehr geiles Panorama. Okay. Eigentlich im alten Teil kommt auch ein Licker durchgeflogen, wenn das der Raum sein soll. Oh, ich habe schon wieder seinen Arm geklaut. Das war nicht meine Absicht. Entschuldigung. Kombinieren. Direkt kommen. Okay. Jetzt habe ich den Arm aber schon wieder. Warum hat er das Buch da nicht einfach reingesteckt? Ja. Mein Schatz. Okay, er dreht es. Jetzt öffnet er die Hand, oder? Oh. Hightech. Zepter. Böp. Ein kurzer Stab mit einem Juwel. Untersuchen. Ein kurzer Stab mit einem Juwel. Mehr Info. Oh, hier ist ein Knopf. Mehr Infos gibt's nicht. Roter Juwel. Ein kostbar aussehender Edelstahl. Edelstein. Ein kostbar aussehender Edelstahl. Edelstein natürlich. Ah. Edelstein. Edelstahl. So, wir werden hier weitergehen müssen. Was kommt da eigentlich? Feuerleiter. Huch. Hat er getrunken oder was? Was ist denn los? Warum machen die denn sowas? Nehmen wir noch ein Kräutchen. Der ist hier tatsächlich in der Wand geflogen. Alles okay? Ich glaube, da kann man nichts mehr retten. Ich bin jetzt nicht so der Fachmann, aber meine Einschätzung ist da eher negativ. Ja, wenn es der gleiche Grund ist wie beim Original, weiß ich, warum er da reingeflogen ist. Das sieht man auf der B-Seite eigentlich. Aber ich möchte das jetzt hier nicht unbedingt verraten. Das werde ich auch nicht. Könnte das hier sein, wo er meint, mit Claire? Och, draußen ist doch auch eklig. Hey! Leon? Ja? Claire! Warte, ich bin gleich da! Okay! Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid, nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Huch! Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Yummy. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Claire, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide, ja? Marvin, ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Verdammt! Ja, Claire nimmt das Ganze ganz locker. So, überhaupt nicht in Panik geraten und sowas. Einfach, ja, da kommt eine ganze Stadt, die mich fressen will, aber doch, das ist nicht so wild. Wir überleben beide.
Soll ich die besser töten oder ist das egal? Toll. Warum so Walking Dead Style, so schön durch die Zunge. Was zum? Ich glaube, ich will die töten. Ein bisschen Angst, dass. Geh zurück. Wohin der geht? Eingeschüchtert. Ja. Yeah. Du auch, mein Freund. Oh. Glaubst. Einfach aufgestanden, hochgesprungen und weg. So, lasst euch hier nie wieder blicken, ne? Das ist mein Zaun, ihr Penner. So, genug Lärm gemacht hier. Tschüss. Ja, mecker nicht. Gut, haben wir das ja geregelt. So, was haben wir? Was ist eine Tür? Wieder mit Kette. Ach, da können wir jetzt Schneidewerkzeug. Ein großes Werkzeug. Sage ich zu meiner Freundin auch immer. Ah, hier hast du ein großes Werkzeug. Hab Spaß damit. Wo? Oh, nee. Ist das der Bereich, den ich denke, dass er das ist? Raum der... Da haben wir den... Nein! Da haben wir doch diesen Elliot nicht retten können. Ach, verflucht. Hier hat es doch auch so von Zombies gewimmelt. Da steht doch schon einer. Was denn? Wer bist du denn? Elliot ist noch immer tot. Die haben sich immer noch nicht durch die Tür gefressen. Tja. Was stimmt mit seinem Arm nicht? Was stimmt denn nicht? Entweder war er leidenschaftlicher Wichser oder er winkt. Okay, jetzt ist er beleidigt. Ganz ruhig, Jungs. Ihr bleibt dahinter. So, da hinten haben wir auch noch irgendwo einen gesehen, im Fenster. Sei denn, er ist aufgrund des Schusses oder der Schüsse jetzt schon hier reingekommen. Man weiß es nicht. Ich hoffe, die sind alle tot hier. Nein. Ach, verdammt. Oh, pff, einfach reingeklatscht. Ach, da steht auch schon der nächste Johnny. Nee, der mochte das gar nicht. Dass wir auf seinen Kumpel geschossen haben. Was war das? Tür aufgegangen, oder was? Er hat sich schön auf den anderen gelegt. Auch er liegt wieder so. Ich werde jetzt einfach nichts mehr zu sagen. Ich werde es jetzt einfach so hinnehmen. Ja, es ist kein perverses Denken von mir. Okay, dann habe ich den Satz fast falsch angefangen. Nein, es ist kein perverses Denken von mir. Aber wenn hier jeder dritte Zombie so liegt, mit dem Popo nach oben gestreckt, frage ich mich schon. Ich weiß, scheinbar haben Polizisten nicht das beste Sexleben. Aber das ist nicht mal einer. Machen wir hier ein Brett hin? Wir machen hier ein Brett hin. Haben wir wieder einen Platz. Zack. Schön gebrettert. Nicht, dass du vor hast, hier nochmal reinzukommen, ne? So, Büro Ostseite. Werden wir uns jetzt mal anklicken. Da machen wir wieder unser Bolzenschneider. Oh, Himmel. Sehr aufdringlich. Sehr, sehr aufdringlich, du Bastard. Tot? Scheint so.
Oh. Warum habe ich nochmal das Brett da hinten benutzt? Man weiß es nicht, ne? Ich stehe auf jeden Fall schon wieder ein Bäumchen. Kann man drei Grüne mixen? Kann man. GGG. Diese Mixtur aus drei grünen Kräutern stellt die Gesundheit komplett wieder her. Ah, die ist genauso stark wie die rote. Praktisch. Theoretisch. Okay, der war tot. Jo. Kommst du rein, kannst du rausgucken. Ja. Bleib gleich liegen. Ein bisschen die Umgebung hier im Auge behalten. Hier, der chillt. Hey, was geht, Süßer, alleine hier? Ich höre hier auf jeden Fall noch welche. Weiß aber nicht wo. Die Viecher liegen auch ganz gerne mal am Boden rum. Ach so, oder vermutlich da im Büro. Mhm. Da hängen ja meistens die richtigen Motherfuckers ab. Motherfucker. Eine Blendgranate. Ich werde die erstmal... Blendgranate. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. L1 bereithalten, R2 werfen. Kann zum Kontern verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Okay, ich werde sie erstmal noch nicht mitnehmen. Einfach, weil ich hier noch nicht weiß, was ich finde. Und ich habe nur noch einen Platz. Sie ist ja da Gott sei Dank markiert. Hier liegt wieder was. Schießpulver. Werden wir auch noch nicht mitnehmen. Ich höre schon wieder welche. Oder sind die da? Ach, da war er, glaube ich. Ich glaube, da ist gerade einer lang gelatscht. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe eh überall welche. Elektroteil. Das werden wir auch erstmal nicht. Was denn? Pimmel. Hat der mich gerade erschreckt? Wo ist denn der? Also doch draußen. Himmelarsch und Zwirn. Diese Geräusche, Leute, echt, das ist... Das macht mich total bekloppt. Hier ist auch keiner drinne. Aber hochwertiges Schießpulver gelb. Ah. Ja, wir finden hier sehr viele Dinge. Ich werde so oder so nochmal zurückkommen müssen. Deshalb werden wir jetzt erstmal... ein paar Sachen wegbringen. Ich werde erstmal das hier mitnehmen, weil das wissen wir ja, können wir da am Eingang einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht brauchen, damit das Tor wieder hochgeht. Man weiß das nicht. Jedenfalls weiß ich, dass da draußen jemand ist, denn ich habe ihn die ganze Zeit stöhnen hören. Schiebe einen Stuhl hier weg, auch wenn ich es hätte nicht tun sollen. Jo, alles klar. Er hat nur darauf gewartet, oder er sie es. Großartig. Jo. Moin, der Herr. Möchtest du einen Kaffee zur großen Schnauze oder geht das so? Aua. Nee? Ja. Das Lieblingsgeräusch aller Resident Evil Remake 2 Spieler. Haben wir hier? Officer Memorial. Memorial? Was ist das? 10. Anniversary? Anniversary? Mhm. Ich höre sie immer noch rumlautschen.
Aber ich sehe keinen. Entschuldigung. Ja, ja, nee, jetzt geht's plötzlich komplett auf, ne? Ich glaube, da sind noch welche und wir werden jetzt hier mal auf Marvin aufpassen müssen. Der Strich hat ja eben auch nicht mehr geantwortet. So, wir werden auf jeden Fall ein Kraut und auch den Diamant erstmal wegpacken. Ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. Also, ich gehe davon aus. Dann gucken wir mal, was Marvin macht. Marvin. Oh, Marvin. Liegt, aber er stöhnt noch. Scheinbar ist er noch nicht tot. Er hat sogar noch ordentlich seinen Laptop weggestellt. Ich kann noch nicht mehr auf ihn zielen. Er lebt noch. Ah, okay. Und gleich springt er mir im Hals. Marvin! Gut, dann gehen wir zurück, holen die restlichen Sachen. Hier stöhnt doch auch einer rum. Das ist das Schlimmste. Man kann es hören, aber nicht sehen. Da liegt was. Da fehlt aber ein Bein. Egal. Wir gehen hier rein. Holen uns die restlichen Sachen, was wir hier haben liegen lassen. Ja. Immer noch eine Granate. Jo. Ausgerüstete Nebenwaffen wechseln. L1. L1 plus. Okay. Und das Ventil. Runder Griff. Upp. Egal, wir mixen das jetzt hier mit. Kombinieren. Und dann haben wir Schrotflintenmunition. Dieses werden wir mit diesem kombinieren und dann haben wir 7 weitere Schuss für die Schrotflinte. Ja, cleveres Kerlchen, ne? Hätte da nicht von mir gedacht. so bin ich. Ein Fuchs. Ist der Raum jetzt fertig? Nein, ist er nicht. Warum ist er nicht fertig? Das haben wir schon wieder vergessen. Ein Kaffee? Ach hier, er hat was. Was hat er denn? Munition, ja, auf Kollege ist Verlass. Gut. Dann gehen wir zurück in die Haupthalle. Ist nach wie vor nix. Aber ich höre sie hier richtig stöhnen. Kann man das wieder zumachen? Ne? Nicht, dass da ungebetene Gäste rauskommen. Kann keiner gebrauchen. Ja. Ja. Wir bringen hier wieder ein paar Sachen weg. Wobei. Was bringen wir weg? Mit einem Platz loslaufen ist auch blöd. Was packen wir noch weg? Eigentlich, glaube ich, findet man immer genug Zeugs zum Heilen. Wiederum ist es auch nicht verkehrt, immer eine mitzuhaben. Mit einem Platz nur loslaufen ist auch blöd. Muss ich wieder 100 Mal zur Kiste rennen. Aber 2 machen da den Kohle auch nicht fetter. Ach Mensch. Das ist... Ich habe es schon immer Resident Evil geliebt. Was ich... Ja... Die Ostseite sieht schon sehr gut aus. Da haben wir schon richtig viel gelootet. Aber da scheint noch was zu leben, hier in diesem Bereich, denke ich. Denn da stöhnt noch was und hier lag auch jemand. Alles andere haben wir weggeknallt. Da drinnen. Weggeknallt. Dann haben wir
Was haben wir? Ach, wir haben einen Bolzenschneider gekriegt. Stimmt, wir haben einen Bolzenschneider gekriegt. Aber auch ein Ventil. Das heißt, wir könnten als nächstes zum Stars-Büro gehen. Denn da haben wir jetzt die Kuppel. Ist das überhaupt hier? Ne, das ist für ein Feuer. Ja, alles klar. Hier meine ich natürlich. Ich gehe davon aus, das ist das. Ventil. Oder ist das für den hier? Ne, da braucht er noch eine Kurbel. Das ist doch was anderes. Kurbelvertiefung. Okay, das ist was anderes. Also gehe ich davon aus, dass das, was wir gefunden haben, für hier ist. Dann werden wir hier durchkommen. Blub, 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 blub. Und bei den Stars. Von den Stars geht eine Rüstkammer ab. Auch da, also eigentlich trifft man dort, glaube ich, das erste Mal Claire oder halt Leon, je nachdem Leon, mit wem man spielt. Aber auf jeden Fall trifft man sich dort, dann tauschen die so Walkie-Talkies und sowas. Wäschekammer haben wir dann hier noch. Aufenthaltsraum, da war das Einhorn, oder ist das Einhorn? Dann geht's hier durch, wieder Halle. Scheint mir eigentlich eine coole Route zu sein. Eine weitere Route ist aber eine Etage tiefer. Ich glaube, wo wir den Licker vermutet haben, hier in diesem Bereich, war irgendwie, ja hier, da war noch eine zugekettete Tür, wo es reingeht und dann noch in den Aktenraum geht. Ich weiß nicht, ob wir da lang gehen, weil das so auf einem Weg praktisch liegt, wenn wir hier lang gehen. Die da hier hoch, dann da rein, hier durch, dann ist hier auch die verschlossene Tür und hier liegt ja unser dicker Johnny mit dem Kopf am Essensautomat zwischen Mülleimer und Essensautomat, so ist richtig. Dann könnten wir hier nämlich in den Aktenraum, wenn die Tür hier auf ist, das weiß ich nicht, auf jeden Fall hier rein, zack, blub, 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 hier durch, Aktenraum, bla bla, dann kommen wir hier raus. Könnten hier hochgehen. Dann sind wir ja praktisch hier. Können dann hier ganz cool lang. Blub, blub. Und dann sind wir schon beim Duschraum und dann können wir hier lang gehen. Ich glaube, das ist ein guter Plan, ne? Ja, das machen wir auch. Aber erst in der nächsten Folge. So ein Penner, ne? Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch, wie wir das spielen. Ich spiele es einfach so. Ich möchte es so spielen und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wem nicht, wartet. Entschuldigung. Wem nicht, der muss es ja hier bei mir nicht gucken, wer halt schneller durchlaufen möchte oder sonstiges. Es war gerade Marvin wieder. Der Junge stöhnt. Alte Memme. Aber ja, jeden, den es gefällt, ich würde mich freuen über Feedback, über keine Ahnung. Ich mache das hier nicht, um Millionär zu werden und mache extra deshalb längere Videos. Nein, ich spiele einfach Resident Evil gerne. Deshalb mache ich es so, wie ich es mache. Und würde mich halt über Feedback freuen. Vielleicht einen Daumen, Kritik, was auch immer. Sagt mir, wie ihr es gespielt habt. Wahrscheinlich habt ihr es schon durch und ich noch nicht. Aber sagt es mir. Ich würde mich freuen, mit euch darüber reden zu können oder sonstiges. Ja, ansonsten, wir speichern. Inhalte werden gespeichert. Ja, danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Resident Evil 2. Bis dann, liebe Gruselfreunde. Ciao, ciao.